Hallo und herzlich willkommen zu Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben. Oh mein Gott, das ist spannend. Ein Scherz. Okay, kann ich das wirklich? Ja, kann ich. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich muss dranbleiben, egal wie. So ist es richtig, Phoenix. Nur du kannst es jetzt tun. Ich werde zeigen und beweisen, dass Frau Binet ein Motiv hatte. Zu schade, zu spät. Mein Kreuzverhör ist zu Ende, vorbei. Interessant. Ich gebe dir deine Chance, Phoenix Wright. Was? Sie sollten doch auf meiner Seite stehen. Au! Eine von Karma denkt nur an den perfekten Sieg. Solange du Kampfgeist hast, werde ich dich besiegen, Phoenix Wright. Schinken. Und es ist mir gleich, ob du meine Zeugen bist. Meine Zeugen bist, komm mir ja nicht in die Quere. Nein, nein. Nun gut, das Gericht macht 5 Minuten Pause. Wir fahren nach der Pause mit dem Kreuzverhör fort. Sekunde! Hey, Sekunde. Fortsetzung folgt, oh mein Gott. Speichern. Ja, ich möchte speichern, obwohl ich ein Safe State gemacht habe. Oh, bist du schlau, System. Uppala, Entschuldigung. Boah, System, du bist so schlau. Ich liebe dich, System. Oh mein Gott, Crossbow. Stimmt das mit meiner Tante? Ich befürchte ja, Maya. Ini hatte Dr. Gray nicht alleine umbringen können. Und unter diesen Umständen gibt es niemanden anderen als deine Tante Morgan. Das ist schrecklich. Warum würde meine eigene Tante... Alles ist... kein Name steht, ich würde es so lesen. Alles ist so, wie ich es vorausgesagt habe, Phoenix Wright. Ach, Franziska. Ach, Franziska, warum tust du das? Warum willst du dich an Nick rächen? Nick hatte keine Schuld an der Sache mit deinem Vater. Solltest du dir nicht besser über andere Sachen Gedanken machen? Zum Beispiel über deine Situation? Du blickst auf mich herab, obwohl wir gleich alt sind. What the fuck? Bist du fertig? Du hast mich schon genügend Nerven gekostet. Noch nicht. Oh, Opala, das war Phoenix, Opala. Ich will dich am Boden sehen und die ganze Welt von deiner Niederlage wissen lassen. Aber auch wenn du das tust, wirst es deinen Vater nicht wieder zurückbringen. Schinken. Wie auch immer. Einstweilen sollten wir dieses Spiel zu Ende bringen. Und dann werden wir sehen, wer am Ende der Gewinner ist. Auf mich zeigen. Nein, zeig nicht auf mich. Tod. Oh mein Gott, Bezirksgericht. Oh mein Gott. Das Gericht versammelt sich, Herr Wright. Ja, euer. Können Sie beweisen, dass Frau Inimini ein Motiv hatte? Ja, ich glaube, das kann ich. Sexy Blick. Schatz. Zwischen Inimine und Dr. Gray gibt es nur eine Verbindung. Und das war der Autounfall vor einem Jahr. Das Motiv muss dort zu finden sein. Frau Minet, bitte sagen Sie vor Gericht über das Auto, den Autounfall im letzten Jahr aus. Huch, ich dachte, Sie wollten mich zu meinem Motiv befragen. Ich sehe keinen Grund, die Vergangenheit zur Sprache zu bringen. Frau Minet, bitte tun Sie es. Okay, ich denke nur, dass es nichts bringt, aber... Autounfall letztes Jahr. Oh mein Gott. Es war letztes Jahr im Mai. Zu jener Zeit war etwas Schlimmes in der Klinik meiner Schwester passiert. Und in der Nacht des Unfalls war meine Schwester übermüdet am Steuer. Ich war, glaube ich, diesen ganzen Part voll oder zwei. Zwei Parts. Ich glaube, zwei Parts. Ich war auch voll fertig und bin auf dem Beifahrersitz eingeschlafen. Ach Gott, hier. Entschuldigung, dass ich das während des... Ich wachte auf, weil es einen Stoß gab und ich erwachte in einem Flammenmeer.
Ich öffnete die Tür und ich lief hinaus. Ich glaube, ich habe von dem Unfall gehört. Es war letztes Jahr tagelang Thema Nummer 1 in der Boulevard-Presse. Ja, und es wurde behauptet, Dr. Gray hätte ihre Schwester getäubt. Alles nur Gerüchte. Unbegründeter Klatsch. Ja, Frau Wright, Sie können die Zeugen befragen. Im Moment ist es unmöglich zu beweisen, dass Dr. Gray Frau Minets Schwester wirklich betäubte. Ja, das heißt also, dass ich den Fall von hinten aufrollen muss. Da, von hinten. Na Gott, Zeugenverhör. Also. Es war im letzten Jahr, kennen wir zu einer Zeit, wo etwas Schlimmes. Das kennen wir auch schon. Und in der Nacht des Unfalls war meine Schwester übermüdet im Steuer. Wieso war sie übermüdet? Verstehe ich nicht. Ich greife mal das an. Sie war übermüdet. Sie meinen erschöpft. Sie musste mit der Polizei reden und wurde jeden Tag verhört. Es war eine absolut schreckliche Situation. Wow. Es ist also kein Wunder, dass dann ein Autounfall passiert, nicht? Weiter angreifen, ja. Warum haben Sie nicht mit ihr die Plätze getauscht? Hä? Wovon redest Sie eigentlich? Sie, das ist näher. Ich meinte Fahrerwechsel. Wenn Ihre Schwester so müde war, hätten Sie mit ihr tauschen sollen. Richtig. Aber ich habe keinen Führerschein. Das ist mir neu, Frau Minet. Ich wusste nicht, dass du keinen Führerschein hast. Frau Minet, bitte fügen Sie dazu Ihren Aussage hinzu. Okay, wie dem auch sei. Ich war auch voll fertig und bin auf dem Fahrersitz. Wir haben doch... Nein. Ich hatte keinen Führerschein und konnte... Oh, greifen wir das auch mal. Und deshalb saßen Sie auf dem Beifahrersitz? Ja. Ich war bis spät nachts im Forschungslabor meines Kollegen. Also nahm mich meine Schwester mit nach Hause. Ich verstehe. Phoenix. Ja, das darfst du nicht tun. Du machst es dir zu leicht. In dieser Aussage muss irgendwo ein Geheimnis verborgen sein. Ja, lass uns diesen einen Widerspruch finden und dem Ganzen ein Ende bereiten. Es muss doch irgendwo in dieser Aussage, wo ich öffne die Tür. Ich komme mit Führerschein. Keine Ahnung, Führerschein? Keine Ahnung. Direktor Hotti. Ich bin dumm. Leute. Der sieht lustig aus. Vielleicht passt das irgendwie zusammen. Ich weiß es nicht. Ich rate einfach. Das ist blind. Das wisst ihr. Ich habe das am Anfang gesagt. Das ist blind. Ich mache einfach. Ich bin so dumm und mache mal einen Save-Set. Ich weiß, das ist dumm, aber... Euer Ehren, was halten Sie von der Zeugenaussage? Ich weiß nicht. Nein, das kann auch nicht. Ich habe was falsch gemacht. Seht ihr, ich bin dumm. Vielleicht irgendein anderes Foto? Nein. Nein. Vielleicht irgendwas im Beweis? Foto oder? Karte? Nein. Karte, Tatort? Nein.
Ich muss nachdenken. Lotto. Vielleicht das so? Nein. Mein Gott, ich muss echt überlegen. Vielleicht? Nein. Da haben wir noch Lotto Foto 2. Wieso? Ich versteh's nicht. Ich bin blöd. Karte, nein. Irgendwas. Karte, Tatort, nein. Nein, das ist doch auffällig. Nein. Pearls Ball. Nein. Mann, im Jahr sterben. Autounfall. Nein. Ihr wisst, ihr müsst. Ich mach jetzt mal auf dumm. Nein. Oh ja, ja. Vielleicht ihr eigenes Foto. Nein. Ah. Leute, ich bin ratlos. Lass mich mal überlegen, ich mache eine Pause. Hallo? Ich mache eine Pause, okay? Wartet, Leute. Leute, ich hab's gefunden. Das ist hier das Foto, Führerscheinfoto, weil, guck doch, Führerschein. Sie hatte keinen Führerschein. Was ist ein Führerscheinsfoto? Ich hab's gefunden. Ich hab nachgedacht. Frau Minet, das war gerade eine faule Lüge. Was meinen Sie? Ich weiß, dass du damals einen Führerschein hattest. Das ist ein Foto, das sie machen ließen, um schnell den Führerschein zu bekommen. Was soll das bedeuten, Frau Minet? Ja, das stimmt. Ja, ich hatte einen Führerschein, aber... Aber ich bekam ihn erst nach dem Unfall. Nein, sie hatten ihn schon. Hatte ihn schon zum Zeitpunkt des Unfalls. Sie sagte, Hottie. Oder der Kerl, der sich für ausgibt, behauptete das. Was reden Sie etwa von diesem irren falschen Klinikdirektor? Ich mach bis 20. Minute. Ja, von diesem irren falschen Klinikdirektor. Aua, ouch. Das ist wirklich egal. Zeuge, wann hast du deinen Führerschein erhalten? Letztes November. Was? Nein, November. Der Unfall geschah letzten Mai. Das ist ein halbes Jahr später, Phoenix Wright. Was zum Teufel? So war das. Ist Herr Wright. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte Frau Minet keinen Führerschein. Aua. Weine nur, dann wird dich meine Peitsche trösten. Jedenfalls konnten die Zeugen und ihre Schwester ohne Führerschein nicht tauschen. Ich bin froh, dass sie es verstanden haben. Auch wenn ich meinen Führerschein gehabt hätte, hätte mich meine Schwester nicht fahren lassen. Au! Steh nicht nur einfach so da und brummel vor dir hin. Nicht du auch noch mehr mit der Peitsche und der Schmerz und das Aua. Frau Minet, warum glauben Sie, hätten sowas nicht fahren dürfen? Weil... Diese Situation fordert eine genaue Aussage von Minet. Frau Minet, werden Sie so gut? Wie nervig. Ups, tut mir leid. Ich wollte nicht fies sein. Ich hatte nicht gedurft. zu jener Zeitpunkt hatte ich schon fast meinen Führerschein geschafft.
Meine Schwester war eine große Autonah und mochte Autos wirklich. Sie hatte diesen knallroten Sportwagen gerade erst bekommen. Sie sagte ich auch immer so Sachen wie, ich lasse keinen Anfänger ins Steuer. Deshalb landete ich ihn jeder Nacht wieder auf dem Beifahrersitz. Ich mach mal einen Safe-Stake beim Richter. Ich verstehe. Ein knallroter Sportwagen. Nun gut, die Verteidigung kann die Zeugen befragen. Ich weiß nicht besonders viel über Autos, aber... ja. Entschuldigung. Musste überlegen. Zeitpunkt hatte ich schon. Passt man für das schon. November erst. Mai war der Unfall. Meine Schwester war große Autonah. Kennen wir das schon? Sie hatte diesen knallroten. Oh mein Gott. Keine Ahnung, ich frag sie mal darüber was. Hey Mann, Leute, ich bin dumm. Es war ein neues Auto. Ja, sie hatte es gerade erst bekommen. Es kam aus GB. Aus GB? Warum? Dass die ihres Freundes. Initialen, Entschuldigung, das hieß Inisa. Und es war wirklich besonders Modell. Sie hatte ein ganzes Jahr lang darauf gewartet. Ich denke, ihr Liebe zu Autos sollte das nächste Thema sein. Weiter fragen, natürlich. Aber ich weiß wirklich nichts über Autos. Aber ich hatte das Gefühl, dass es so kommen würde. Euer Ehren. Ja? Bitte fügen Sie das, was Sie die Zeugin gerade sagte. Mein Gott, mein Deutsch. Ihre Aussage hinzu. Sie meinen den Teil von dem besonderen Auto aus dem Ausland? Ja. Gut, wenn Sie Autos so sehr mögen, dann... Darum geht es jetzt nicht. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, worum es hier geht. Ja, ich muss dich steuern, Phoenix Wright. Frau Mine, würden Sie Ihre Aussage bitte ergänzen? Natürlich, wie Sie wollen. Okay, ich will mal zu dieser Aussage gehen. Oh nein! Da ist wirklich schwer. Natürlich klingt aber, wir müssen angreifen. Ich will das jetzt nicht lesen, mir so irgendwie. Meinst du wirklich? Glaub mir, es gibt einen Weg. Mir hörte sich so. Hallo, ist die sechste Aussage gar nicht dabei, deshalb. Ah, doch. Hä? Hallo, sie soll... Hat die Aussage etwa nicht dazu... Hallo, der neue Wagen... Sagt, irgendwie... Ich lasse mal mit deshalb... Ich mach mal hier kurz mal... Hä? Ich verstehe das nicht. Die Aussage wurde nicht hinzugefügt. Meine Schwester... Ich verstehe sie. Meine Schwester, aus England. Oh, so, da ist er doch nie, glaube ich, ja. Ich kapier's nicht. Achso. In der Zeitung aus. Hoppala. Ich mach jetzt einen Cut. Und wir sehen uns gleich im nächsten Part. Vielleicht ist das der nächste finale Part von diesem dramatischen Ende. Und wir werden dann mehr erfahren. Oh mein Gott! Ich freue mich so drauf. Hui. Tschüss. Ja, Leute, wir sehen uns gleich im nächsten Part. Tschüss.